keeping up with the Commodore, 'cause the Commodore is keeping up with you. In a world of fun and fantasy and ever-changing views, are you keeping up with the Commodore? 'Cause the Commodore is keeping up with you. Are you keeping up with the Commodore? 'Cause the Commodore is keeping up with you. Everyone's a Wally, doobie-doops. Wir haben Spiele. Der Ohrwurm, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Nee. Seit Tagen habe ich Everyone's a Wally. Summer of 64 continues. Jetzt mit den Diskettenspielchen. Wir haben, wie wir angekündigt haben, ein paar, sind noch nicht alle. Aber ich schieb sie mal in die Kamera. So. Wow. Da sind sie. Ich fang mal an. Wir werden jetzt nicht jedes im Detail besprechen. Da haben wir einfach doch keine. Also, jedes im Detail und jedes auf jeden Fall einzeln vorlesen. Ja. Nee. Also, wir gucken jetzt erstmal ein bisschen durch. Ja. Und ich reiche dir mal raus, was ich jetzt mal so für interessant hatte. Zum Beispiel finde ich sehr interessant, dass die 64er immer auch eine Diskette dabei hatte. Da frage ich mich, wie teuer war das Magazin? Guck doch mal rauf. Dann wissen ist wir das überhaupt das Magazin? Ja, ist es weg? Das ist weg. Das habe ich nämlich hier. Ach so, verstehe. Also, hier haben wir das Magazin und jetzt haben wir hier das Magazin vom März 89. Hat damals 6,50 Mark gekostet. Ich kann es mal zeigen. Da war, glaube ich, ist es dann so, dass nur für die Abonnenten diese Diskette drin war? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gab es die auch nicht schon immer und überall dabei. Weil hier ist jetzt ja die Diskette von beidseitig bespielt. Ja, sag mal, aus welchem Jahr. Das ist auch das Extra. Von 84 nur Extra Nummer 4. Steht auch nicht drauf, welches Jahr. Ja. Steht nichts drauf. Also es gab davon allerdings einige. Und ich gehe mal davon aus, dass mein werter Vater die abonniert hatte, die 64er. Würde nämlich auch erklären, warum glaub ich nicht. Bananenkisten hat voll davon. Wir wissen halt nicht mehr so hundertprozentig. Also das ist doch kann Quatsch, auch sein, dass er erzählt durch Zufall. Ich glaube nicht, dass er jemals irgendeine 64er hat. Es kann halt sein, dass er die durch Zufall mal gefunden hat irgendwo. Hier sind zum Beispiel die Sternenwelt drauf. Hör also, auf. Naja, es war jetzt auch nur die eine Kiste, die ich gefunden habe. Also es sind noch ein paar mehr. Ja. Da gucke ich vielleicht mal vorher durch. Wir müssen reingucken, weil wir haben hier so tolle. Ach so, ja, richtig. Das sind tolle Papiere, die halt sagen, was da drauf ist. Ja. Wir sehen es hier. Nicht überall. Ja, aber es gibt eine Diskette, die ist mir vorhin ins Auge gefallen. Multicolor Dia Show? Nee. Achso. Also nee. Und was Scotland Yard? Nee, warte, ich Multicolor? Robox? Oder was? Sorry. Hier ist auch noch Ausgabe 90er. Ja, es sind ein paar. Wo ist denn jetzt das Ding? Text. Was suchst du denn? Ich suche das mit dem Text drin. Da ist ein Text. Ja. Also Mats, ja, mit dir zusammenzuarbeiten ist immer eine große Freude. Wir haben auf jeden Fall einige dieser Disketten. Und auf diesen Disketten ist sicherlich das ein oder andere Pärchen drauf. Ja, da ist mehr als ein Pärchen drauf. Die werden wir uns dann mal auch schön hier, das finde ich auch spannend, dass hier richtig viele Sachen drauf sind. Vielleicht werde ich mal gucken, ob ich die dazugehörigen Hefte für die Folge, wo wir uns das denn wirklich im Detail angucken. Weil das werden wir jetzt nicht machen. Wir gucken nur, wie gesagt, oberflächlich, was wir haben. Was wir haben. Ja. Hier steht ja mal drauf sowas wie Scotland Yard. Ja, das steht da drauf. Aber hier steht nur Ausgabe 587. Und hier steht 99. Also, du weißt schon, nicht 9,90 €, sondern die 9. von 90. Blazing Koala. Guck mal hier zum Beispiel, während des Spiels Trainer eingeben und dann kriegst du unendlich Leben. Das hat sich dein Papa hier drauf notiert. Ja. Das finde ich eigentlich ganz smart, das hier mit drauf zu. Ja, wir haben hier die von Sonderheft 285. Da bin ich, was war denn 85 so? Nicht geboren worden. Gab es da nicht auch so einen Klempner, der so rumgesprungen ist? Ach, erzähl nicht. Hier steht tatsächlich Mario. Ich weiß nicht, was das heißen kann. Aber es möchte ich übrigens wissen, ob es eventuell so ein Mario-Klon oder irgendwas anderes ist. Kannst du gucken, ob es. Ja, also musst gucken, dass du die 85er-Ausgabe findest. Ja, habe ich ja. Ist ein bisschen abgerissen. Ist hier sind kein M drin? Adventure 2000, Quasimodo, Mario, Zeittunnel und Zauberschloss. Wieso ist denn hier mitten im Glossar sind einfach Notizdinger mittendrin? Kommen ein paar weiße Zettel. Ja. Ich möchte es nur einmal ganz kurz. Entschuldigung, dass ich da dazwischen grätze, aber man blättert hier so und denkt so hier so und dann plötzlich das und dann denkst du, ist schon vorbei. Ja, aber und dann machst du weiter, aber geht noch weiter danach. Also, Mario wollte ich mal ganz kurz gucken. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil die sind nicht nach Namen sortiert, glaube ich. Doch, hier schon. Okay. Auf jeden Fall ist es aus der 85er-Ausgabe, der 64er. Und dort ist tatsächlich ein Spiel drauf, was Mario heißt. Oh, Mule ist hier drin, aber Mule habe ich nicht. Mule ist da drin. Mario Brothers ist hier drin, aber nicht Mario. Na, guck mal rein. Vielleicht ist es er. Er hat ja auch nur Mario geschrieben. Es ist ja nicht ein offiziell ausgedrucktes Dokument, 182. Sondern es ist ja von deinem Papa ausgedruckt. Ja, meinst du, der... Der hat einfach sich das gespart, Bros dahinter zu schreiben, weil er eh nicht wusste, was Bros heißen sollte. Das kann sein, ja. Mario, unser Held aus Donkey Kong. Da wussten sie schon, dass das dann, ne? Findet hier eine neue Aufgabe.
Ja. Aus Leitungsrohren am rechten und linken oberen Bildschirmrand kommen alle möglichen Tierchen und Insekten heraus. Während die Tierchen über ein Gerüst immer weiter nach unten kriechen, muss Mario ein Stockwerk darunter durch einen Sprung das obere Stockwerk zum Wackeln bringen, damit die Tierchen umkippen und ja, Mario sie wegkicken kann. Da eine Kollision mit ihnen tödlich ist, bleibt nur eine Frage der Zeit und der Konzentration. Es, wann Mario sein Spielleben ausgehaucht hat. Natürlich gibt es auch ein paar Bonusgegenstände und ein paar Tierchen, die sich von Marios Gürtel nicht beeindrucken lassen. Im zweiten Stockwerk. Marios Gürtel, der berühmte Mario Gürtel. Obwohl manche Sprites recht gut aussehen, ist die Grafik schwach. Ein Spielchen, das nach kurzer Zeit wegen seiner lieblosen Gestaltung langweilt, Basti. Das wird nix. Was hast du da wieder für einen Scheiß programmiert? Mach jetzt weg die Kacke, will keiner sehen. Also ist da jetzt tatsächlich Mario drauf? Das werden wir herausfinden. Oder ist das eine Demo? Das werden wir auch. Oder was ist das? Das könnte alles sein. Möglicherweise. Ja, guck mal, also wir haben hier eine Menge so. Also C64-Kram, sehr viele sehe ich jetzt auch gerade. Ganz viele so auch noch von 1995. Also einfach Disketten. 95? Ich will nicht wissen, was da drauf ist. War ich 10 Jahre alt? Ja, so willst du das nicht wissen? Ja, weiß ich nicht. Das scheint mir doch irgendwie verrätisch zu sein. Also ganz viele alte. Warum ist das verrätisch? Selbstgeschriebene Disketten. Naja, wer weiß, was. Vielleicht sind da selbstgeschriebene Programme drauf. Vielleicht hat mein Vater krass programmiert. Könnte sein. Das werde ich vorher nochmal alles in Kleinarbeit heraus. Frenzy Flipflop? Keine Ahnung, was das ist. Aber ich finde ja die Verpackung gut. Ist sehr schön. Auch eine wundervoll gestaltete Diskette. Ja. Man sieht ja auch nochmal. Man kann sie biegen. Na komm, also bei dem muss man zeigen. Das ist Naja, ist gut. Chenji. Ja, also das ist tatsächlich sehr floppy. Ja, muss man sagen. Floptistisch. Dann haben wir noch ein Spiel, Wonderboy. Also, Senji, keine Ahnung, was das sein wird. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Müssen wir auch mal gucken. Auf jeden Fall Wonderboy. Wonderboy, what is the secret of your power? Tenacious D, bitte mal googeln, tolles Video. So. Galactic Games. Park Patrol. Hier sind auch zwei Seiten wieder bedruckt, offensichtlich. Ja. Oder auch, nee, auch nicht. Ja. Naja. Also, ich sag mal, das ist die Box, da sind eher so, sagen wir mal, da sind auch ganz viele 64er-Spiele-Geschichten drin. Also, da tatsächlich noch eine Menge Spiele. Ich weiß nicht, ob wir die alle schaffen, weil das scheint mir echt eine ganze Menge zu sein. Wir werden vorher ein bisschen sortieren und euch natürlich auch zur Rate ziehen. Wir machen wahrscheinlich einmal so eins für richtig große Spiele, weil wir haben ein, zwei von den etwas größeren. Und dann mal so Sammeldinger, wo wir mal so spezielle Sachen uns mehr anmachen. Etwas kleiner. Finde aber geil. Ich habe mir das jetzt schon gemerkt, dass man mit Sternchen 8,1 die Diskette lädt. Aber er hat es tatsächlich sich immer wieder raufgeschrieben. Oft auf jeden Fall. Weil, wenn du das vergisst, ist es halt da. Ja. Ja, also weil da. Das Sternchen, muss man ja nochmal sagen, steht ja eigentlich für das Spiel. Ja, und hier ist es auch nochmal drauf. Hm? Genau. Weil da die nicht davon ausgegangen sind, dass du dir jedes Spiel merken kannst, das, ne, und dann haben sie gesagt, Sternchen für das, was da drauf ist. So. Aber wir haben hier Gyroskop. Gyroskop, das esse ich am liebsten mit Pommes. Von Melbourne House, eine sehr bekannte Firma, die ich nicht kenne. Oder so. Dann haben wir nochmal einen 64er. Also, sagen wir, jetzt wird es interessant, weil jetzt kommen nochmal... 61 noch mal, Spiele? Ach nee, nur 61 Spiele. Okay, ja. Jetzt beginnt nämlich Thrill Time. Thrill Time war anscheinend auch so eine Spielesammlung. Platinum Volume 1. Wie die Gold Games. Ja, so ein bisschen. Die hatten so schwarze Disketten und hatten immer mehrere Spiele drauf. Weil man muss ja sagen, man kann ja Seite A und Seite B, man konnte es umdrehen und dann auch noch von beiden Seiten. Aber meistens war hinten dann auch noch ein Label drauf. Aber ja, in dem Fall nicht, weil das ist natürlich ein Spiel, da haben sie so Seite gespart. B, ja, das Stück. Was haben wir denn hier? So. Buggy Boy? Und was noch? Buggy Boy und ich hatte die Kamera. Beyond the Ice Palace, Overlander und Hopping Mad. Das klingt doch nach einer... Ja, finde ich ganz gut. Naja. Soll ich mal zwischendurch einen Klassiker rausmachen? Ja, bitte. Weil ein, zwei haben wir dabei, nicht alle. Zum Beispiel der Klassiker Dragon Slayer. Jo. Hier. Das haben wir ja auch schon mal gehabt hier. Im was CDI war das? Und CDI. Hatten wir das nicht auch fürs 3DO? 3DO? Ja, doch. Ich glaube, wir hatten es auch schon 3DO. Also es ist die dritte Version, die wir uns hier angucken. Und ich kann es verraten. Ja, verrat mal. Die ist anders. Ja, also ich sag mal so, man würde hier vielleicht, wenn man jetzt sich das Dragon Slayer Spiel nimmt vom CDI, wahrscheinlich ein einziges Bild in voller Auflösung hier rauf speichern können. Aber hier haben sie das geschafft, das auf eine Diskette zu bringen. Ich weiß nicht wie, wir werden es sehen. Spoiler gar nicht. Danach Great Guardian. Garianos. Gardin. Great Garinos? Guarionons? Oh, jetzt ist interessant. Wir hatten doch vorhin Mermaid Madness, oder wie hieß das? Ja, Mermaids. Hier haben wir Mermaid Madness und dazu irgendwelche Codes und noch irgendwelche... Ach, Pokes. Ja. Damit konntest du Sachen machen. Was denn? Bei mir Pokes. Ich glaube, du konntest sogar einen C64 kaputt machen mit einem bestimmten Poke-Befehl.
kaputt machen. Ja, ja, also wirklich kaputt machen. Sowas wie rechne Pi oder was. Ja, so sinngemäß. Irgendwas, wo du tatsächlich einen Chip zum Überhitzen bringen konntest. Ich erinnere mich an irgendwas. Also finden wir raus, probieren wir aus. Wir haben Alien hier. Side One. Alien. Ja, also Alien ist hier. Ja, drauf. Dann pack das mal. Hacker? Pack das mal zur Liste der Spiele. Mermaid Basketball. Mit der, hier, achso, da drauf. Das sind die Sachen, die wir uns auf jeden Fall mal angucken. Okay. Und die Mario Disc bitte nochmal drauf. Ach so, ja. Wir haben ganz viel von diesen Big Box Geschichten. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt nicht so interessant wird für uns, aber da gibt es wahrscheinlich auch immer noch ein paar Klassiker, die man sich angucken kann, falls wir noch Lust haben. Weil hier haben wir zum Beispiel Football. Falls wir noch Lust haben. Oh, The Real Ghostbusters. Oh, hervorragend. Das packe ich natürlich dazu. Aber sowas packst du das davon. Ja. Rampage, naja, Star Raiders, Super Hang-On. Ja. Super Hang-On. Und hier ist noch Ghostbusters, Super Hang-On 2 und Ghostbusters. Welche war das? Mario hier? Wartet hier drauf? Nee. Nicht dahin. Oder doch? Ach doch, dahin. Hier wartet nicht, sagst du? Wartet auf dem hier? Ja, andere Seite. Hm. Mach ruhig weiter, Ja. Dr. Overkill. Rebounder. Asterix. Klingt auch irgendwie nach einem spannenden Spiel. Ich weiß noch nicht, worum es geht, aber ich finde irgendwie, weil diese Diskette so minimalistisch ist und kein Aufkleber drauf ist, sondern das direkt mit drauf gedruckt ist, finde ich das irgendwie heiß. Alkoholtest ist hier drauf. Na, so Alkotest. Ah, ja. Entschuldigung. Ja, bitte? Hm? Aber hier ist kein Mario. Olaf? Der Olaf? Olaf Bartel? The Sword, Freiheit, das war's? Ja, dann hast du die Diskette verstanden. Da kann man euch kein Mario zeigen. Nein, das ist es nicht. Dann war das. Ich packe jetzt mal dieses Kitten wieder ein, weil die haben... War das die hier jetzt? Nimm mir die nicht. Achso, die kannst du wieder wegpacken. Ja. Nimm mir die nicht. Was? 486. So, unsere Folge besteht aus Disketten sortieren. Bitte unterstützt uns auf Patreon. Da, warte. Nee, wir haben noch. Haben wir ein paar Minuten? Wir haben noch. Ja, haben wir. Jetzt haben wir eine Kiste durch. Das sind die, die eher so Zeitschriften. Jetzt sind sie alle nicht mehr sortiert. Mein Vater wird wahrscheinlich da einen Systemring gehabt haben und gesagt haben, das stimmt, kann ich dann da, wenn ich mal 60 bin, immer reingreifen, weil sofort... Aha! Hier, pack mal bitte weg. Ja. Jetzt gehen wir in diese Kiste rein. Übrigens, hier, was wir uns auch auf jeden Fall angucken, ja, schon mal in der ersten Folge, glaube ich, angeteased. Es gibt ja Leute, die schalten erst ab der dritten Folge. Auch Mario, Werner, mach hin. Da sind nämlich jede Menge tolle Spiele drauf. Ihr könnt ja mal pausieren und euch das durchlesen. Da wird euch sicherlich die ein oder andere Blombe vor Lachen den Geist runtergehen. Ja, hier haben wir noch Aufkleber. Oh ja, die werden wir mal richtig schön verziehen. Das sind richtige Floppy-Disketten-Etiketten. 1,75. Ja, hier, warte, hier ist eine schon offen, aber brauchst du nicht auch. Ja, sehr gut. Da kann man sich nämlich schön alles markieren, was man so möchte. So. Geil. Dann haben wir hier so Diskette zum Buch. Geschäftsbereich Buchverlag beispielsweise. Ja, das werden wir uns auch. Weiß ich nicht, brauchen wir nicht. Dann haben wir Tipmaster, das ist ganz spannend. Das ist nämlich ein 10-Finger-Tippsystem-Lerndiskette. Oh, wow! Ja, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Hier konnte der Papa, ich weiß, kann der Papa das 10-Finger-System? Also tippen meine ich. Der kann aber immer das 2-Finger-System. Ich habe keine Ahnung. Achten Sie darauf, locker und entspannt zu bleiben. 10-Finger-System, sage ich nur. Wer das lernen will, schreibt eine Mail an. Ja, okay, das ist wir haben ja noch Plot Basic. Also es könnte sein, dass man damit plotten konnte. Weißt du, was ein Plotter ist? Nee. Das ist wie ein Drucker, nur dass der einen geführten Stift hat, der dann Sachen zeichnet. Also oh, es gab also auch Vektorsachen. Es gab auch ein Tablet tatsächlich für C64 schon. Ja, ein Plotter ist jedenfalls cool. Ich kannte mal jemanden, der hat relativ früh bei Jugend forscht einen eigenen Plotter programmiert. Toller Typ. Geprüft. Das ist bestimmt. Ja. Demo-Diskette. Dann haben wir eine C64-Demo-Diskette. Ich weiß nicht, wolltest du das angucken? Nee, ne? Nee, das Plot Basic nicht. Also das 10-Finger-System hätte ich tatsächlich. Ja, habe ich schon auf den Stab gelegt. Das weiß ich nicht, brauche ich nicht. Demo-Disketten haben wir nämlich ein paar, die hier auch. Lauffähig auf Diskettenlaufwerk. Ja, Dankeschön. Da haben wir nämlich hier sowas drauf wie Frosch, Musikdemo, Synthesizer, Musikprogramm, Spielmöglichkeit. Hallo, M1 Musikdemo, das werden wir uns ja sowas von angucken. Ja, denke ich auch. Und dann haben wir den Basic-Kurs, also tatsächlich auch der C64 als Piano, Entschuldigung. Ja, finde ich super. Aber wir haben tatsächlich, ich habe hier schon wieder dieses Ding vor der Nase. So. Ja, ein Basic-Kurs. Also wir können vielleicht nachher auch mit euch einen kleinen Basic-Kurs machen. G5 Hires Loader. Ein Frauenprofil. Ja. Dann haben wir ja vorhin von GEOS gesprochen, ne? GOS. Dann haben wir aber ganz cool GEOS Paint. Oh ja. GEOS Paint, ja. Also GeoPaint von GEOS. Bits and Bytes, oh, hier können wir lernen. Oh, das
ist geil. Das wird super. Jetzt glaube ich, dass wir da eine Menge Spaß haben werden. Wir können nämlich hier mal wieder eine neue Runde Filmplakate malen spielen. Oh, auf dem C64 Filmplakate spielen. Ja, das geil. Das wird super. Du hast die besten Ideen. Test-Demo-Disc. Wir haben noch den 64er BTX-Demonstrationsdisc. Ja, Mann, das alles. Da ziehen wir uns alles. Wir haben auch hier FIC 1581 Test-Demo. Ja, Vic. Ja. Aber Test-Demo fürs für hier haben wir noch Conquest, Kniffel und Weltall. Ne, und Internat. Nicht das Internet, aber das Internat. Haben wir alles dabei. Aber Kniffel gucken wir uns auch schon an, würde ich sagen. Ja, General Sprite, also ja, Liga-Tabelle, das ist alles so 8 Programme für Commodore. Das ist. Nee, das nicht. Agent 00013, Breaker, weiß ich, das ist alles so. Graf. Funktionsgenie, PC-Grafik, Textverarbeitung, Zeinsatzkoppeln. Finde ich aber gut, dass es hier einen Vokabelpauker gab. Oh ja. Ja. Aber auch Adressen. Also man konnte wahrscheinlich damit auch einfach mal sagen, hier, hat er zum kleinen Mats gesagt, Mats, schreib doch mal der Oma zu Weihnachten eine Karte. Auf der Diskette Commodore Disk Nummer 1, 5 Programme für bla bla, findest du die Adresse von Oma, wenn du eingibst die 64 im Öffnungsbefehl. Nicht? Nee, es wird genauso passiert gewesen sein. Und dann suchst du nach Oma. Tante Lotti, hattest du auch eine Tante Lotti? Nee, eine Oma Lotti. Ich hab die, echt jetzt? Ja. Das ist erstaunlich. Viele hatten ja so Lottis. Ja, Lottis. Außerdem Lotti hier, ne? Also hier auch nochmal ganz viele so... Inputs. Ja, das ist Infos, News, Programme, Unterhaltung, Tipps. Tipps mit einem P geschrieben. No. Heute schreibt man es schon mit 3, oder? 8 Ps. Tipp. Finde ich auf das Design finde ich ganz gut. Das hat so ein Reggae-Design. Also wenn wir Glück haben, ist da ganz tolle Reggae-Mucke drauf, die wir alle noch nicht kennen. Ja, ich habe schon in Bob Marley-Songs auf der Input 84, 1187 bis 383 in folgender chronologischer Reihenfolge. Und hier hast du Take It, 10 Spiele für C64. Da haben wir sogar so Spiele wie Labyrinth, Arrow, Poker, Battleships, also wirklich nur die Klassiker. Pix. Oder hier hast du noch Newt? Also hier, also vielleicht sehen wir ein paar Nacktbilder auf dieser Liste, man weiß es nicht. Na, ich habe so einen Verdacht, wo wir noch Newt sehen. Und hier, ich glaube, diese Etiketten, die wir da hatten, die waren nicht umsonst. Wahrscheinlich hatte dein Papa dieses Etikettenprogramm, um dann selber Etiketten zu drucken. Nee, weißt du, dieses hier. Ach so, das meinst du. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, also das, was hier ist, weißt du, das meine ich nicht. Das ist zum Abkleben der... Ja, genau, doch, du weißt es. Das Kopierschutz. Ja, genau. Das werden wir auch nochmal machen. Aber also das Etikettenprogramm und Etikettensortiment werden wir uns, glaube ich, nicht angucken, ja, oder? Und wenn ihr verwandt seid mit Martin Grieb oder Berthold Trenkel, dann könnt ihr sie mal fragen, was dieser Diashow-Maker macht. Auch wenn ihr nicht verwandt seid, könnt ihr sie fragen. Was glaubst du? Weiß ich nicht. Also den brauchen wir eigentlich nicht. Oh, jetzt kommt mal in mein Lieblingspaar. Ich finde es sehr schön. Darf ich noch ganz kurz euer Augenmerk auf das Copyright aka Copyright werfen? Ja, wenn man keine Zeit hat, macht man solche Scherze. Ja, Copyright. Das ist mein Liste. die tolle Serie Erotica. Ja, da haben wir nämlich alle drei Parts. Ich weiß mich wundert tatsächlich, dass bei 300 Disketten nur drei erotische Disketten. Wie gesagt, wenn du glaubst, dass er einen Labelmaker hatte. Wenn da jetzt ein Freeze-Frame von Mermaid drauf ist, dann werde ich ärgerlich. Wenn ich da nicht mal wenigstens ein bisschen was und so mache. Ja. Weiter geht's. Wir haben hier noch von der deutschen Version wahrscheinlich ein Spiel, wahrscheinlich sowas wie Wolfenstein oder so. Ideesoft. Das klingt so, als hätte das irgendjemand in Mad Games Tycoon nur gemacht. Ja, ne? Wir nennen uns Ideesoft. Ja, wie nennen wir die Firma, die tollen Ballerspiele rausbringt? Keine Ahnung, Pyramid, wie nennen wir sie? Ja. Applaus. Ja. Diese Diskette und dieses Cover, das ist schon cool, weil steht nichts drauf. Ja. Das finde ich nicht ganz cool. Und er hat es abgeklebt. Vielleicht hat er da was anderes drauf gespielt, aber ich finde dieses Design sehr hübsch. Ja. Und das fühlt sich auch wertig an. Das hat so ein... Oh ja. Ja, also nicht falten. Da ist der Autoloader, Listengenerator, die Straßen der Stadt, Rechnungen, Zeiträuber. Alles ist dabei. Ja? Also sehr hübsch gemacht. Möchte ich gerne sehen, wenn es wirklich noch drauf ist. Ja, dann, wenn wir mal was Cooles drucken wollen, dann benutzen wir natürlich Printshop. Ja, ohne Drucker wird das schwierig, aber wir können es probieren. Dann, das weiß nicht, warum dein Papa Kerninformationen hatte. Aber also, vielleicht, ich weiß ja, was er gearbeitet hat, für Spionen, für die Russen oder so, weiß ich nicht genau. Was hat er gemacht? In einem Atomkraftwerk an Knöpfen rumgedrückt. Nee, aber ich bin ja im Wendland groß geworden und da gab es ja diese Kastoren. Ja, das kann natürlich sein. Also das potenzielle Endlager damals. Ja, und wie kann hieß sein, es hier, ne?
Was denn? Castor. Nee. Ja, ja, genau. Ja. Der Castor-Transport, ja. Der kann dann immer, kann natürlich sein, weil hier ist Kernenergie klar und verständlich. Ist nicht, ja, also ist nicht die Version der Kernenergie verschachtelt und unverständlich. Ja. Aber das gucken wir uns, glaube ich, auch nochmal an. Ja. Dann haben wir The Newsroom, wo ich denke, das ist eigentlich ein geiler Name für ein Tycoon-Spiel. Ja. Newsroom Tycoon, wo man so Nachrichtenagentur sein muss, wo man dann die aktuellen Meldungen so schnell wie möglich. Also nur, Fake falls uns jemand zuhört von X-Software oder so, vielleicht macht ihr uns da mal was wir dann benutzen können. 85. Clipart. Hier sind Cliparts drauf. Na, und hier ist das Masterprogramm. Ja, da werden wir uns doch schon mal. Das Master-Kontrollprogramm aus welchem Film? Ha, nicht gesehen. Also, hier, Explorer. Master-Kontrollprogramm? Na, aus welchem Film? Ich weiß gerade nicht. Deflector. Aber Electric Dreams klingt auch irgendwie nach was. Nee, hast recht. Deflector klingt auch nicht so gut. Nee. Dann haben wir Geos Drucker anmelden. Arbeit 1. Ja, Arbeit. Geos irgendwas? Geos. Also Arbeit, das wird wahrscheinlich ein Schritt dringend gewesen sein. Oder er hat hier Geos Sachen abgespeichert. Hier finde ich gut Lebensdaten. Hier hat dein Papa wahrscheinlich einen Lebenslauf drauf. Das kann sein, ja. Also das. Also vom Brief vom Sozialamt. Brief? Wirklich? Ja, das ist. Da sieht man hier noch das. Arbeitsamt sowohl. Ja, das ist wichtig auch. Täglich neue Stellenbörse. Ja. So, jetzt können wir mal wieder gucken. Hier haben wir nochmal Geos Commodore 64. Also, ich weiß auch nicht. Doch, Geos, also Geos würde ich, das ist ja, werden wir uns auf jeden Fall angucken. Dann haben wir hier Turbo S. Geos Druckertreiber, Schnelllader tatsächlich. Schnelllader ist immer gut. Alles, was schnell vorneweg ist, ist schon mal super. Ja. Dauert nicht 10 Minuten, sondern nur 5. Hier haben wir auf jeden Fall ein Spiel, was Turbo Esprit heißt. Ja, das klingt. Dann haben wir noch Bomb Jack, vielleicht ein Bomberman-Klon, keine Ahnung. Bomb Jack nehmen wir mit. Dann haben wir Tomahawk, Spitfire, Heathrow Air. Oh, Spitfire. Das ist wahrscheinlich irgendein Flugsimulator. Hier ist nicht irgendein Song von Prodigy, Spitfire? Nee. Doch. Irgendwie? Kommt mir so bekannt vor. Ja, habe ich auch im Ohr, aber der war auch nicht so gut. Nee. Hier ist noch ein Spiel. Das war blöd, wenn du hier ist ein Spiel. Betty. Und Hostage. Darkstar, da bin ich ja gespannt, ob das vielleicht mit dem John Carpenter-Film Darkstar zu tun hat. Das war tatsächlich Carpenter. Ich bin immer noch der Meinung, das war Carpenter. Ich hatte ja mal gedacht, das wäre irgendwie... Nee, ich dachte, Dan O'Bannon hat den geschrieben, der auch den Alien-Film geschrieben hat. Ich glaube, so war's. Vielleicht auch nicht. Was haben wir da? Hawkeye. Ja, komm, was soll's. Ja? Willst du haben? Hawkeye klingt gut. Dann haben wir Otto Meyer Verlag. Nee, Otto Meyer hat's verschissen, wenn er nicht mal drauf ist. Spinmaker, was ist die Gordon hier? Saga, das klingt interessant. Aber was steht da? Hans-Pinselstraße 2. Wenn du oder sie in der Hans-Pinselstraße Nummer 2 wohnen, dann war da offensichtlich mal der Markt- und Technik-Buchverlag. Oh, von Namco gibt's hier was. Von Mindscape. Ja, komm, nehmen wir hier. Nein. 1,88. Hallo, Schatz. Ach, 1. Hallo. Schatzjäger. Das klingt wie so ein Song. Ja. Hallo, mein Schatz, ich lode dich. Du bist das einzige Programm für mich. Die anderen finde ich alle doof. Geh mal. Also, View to Kill, ein James Bond-Klassiker. Vielleicht ein Spiel, vielleicht auch nur den Namen geklaut. Übrigens, View to Kill, glaube ich, von, wie hießen die? Aha. Kennst du Aha noch? Take on me. Geh mal. Ja, aber View to Kill haben die auch gemacht. Sehr echt, schön. Ja? Ja. Dann machen wir da. Gucken wir mal jetzt mal zwei Häufchen für gute Sachen auf hier. Fighting Warrior und Duets. Ja, ich will Fighting Warriors. Jet Set Willy. Jawoll. Jet Set Willy. Haben wir das schon doppelt jetzt auf einmal? Ja, macht nix. Scooby-Doo. Where are you? Wir haben so viel Gamer Strikes. Strategiespiel. Naja, komm, wir sind doch eine gelbe. Wir haben noch keine gelbe Diskette. Ja, aber dann nehmen wir die hier. Ballerspiele. Ja, gut, hast auch. Wir nehmen beide. Ballerspiele. Ich möchte schon so ein Strategiespiel. Dann müssen wir auch Geschicklichkeitsspiele. Nee, nehmen. Das schaffen wir nicht. Nee, schaffen wir nicht. Geschicklichkeit. Auch nicht allgemeine Spielesammlung? Ja, doch, die nehmen wir nochmal mit. Aber die Diskette ist schon kaputt. Nee, doch nicht. Ja, Turbo Esprit ist ja auch nochmal drauf. Ja, lass, aber wir hatten auch noch keine weiße Diskette. Deswegen ja, aber dann nehmen wir die, weil da ist Airwolf drauf. Ja, geil, Airwolf. Ja. Hallo, mein Schatz, ich wolfe dich. So, von Ocean. Ist Bomb Jack 2. Ja, besser, also wenn es zwei Teile davon gibt, kann es nur gut sein, habe ich mal von einem Bekannten gehört. Irgendein High Noon Spellbound. Klingt okay. Hier ist nichts drauf. Das ist eine geheime Diskette. Hier ist nämlich das Kong Strike Back. Guck mal hier. Ja. Hier wurde das Label abgerissen. Vielleicht auch abgefallen. Und auch es ist kein Kopierschutz zu sehen. Also eine verräterische Diskette. Also wenn das ist der erste Bitcoin drauf, der jemals gemeint wurde. Der meint heute noch. Ja, glaube ich. Machst du mal falsch rein. Das regt mich voll auf. So. Nein, doch nicht. So. Ja, so ist schön. So, Marc. Das regt mich voll auf. Also das ist der erste Streit in unserer YouTube-Karriere.
Und die führst du auch noch als on-air auf. Als Basti die 1064-Diskette falsch in die Hülle gemacht hat, da war mein Geduldsfaden so, aber dahin. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ja, gut. Hier ist auch Fast Tracks, das könnte man kennen. Oh ja. Und der Fast Tracks The Computer Slot Car Construction Kit. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Ja, finde ich sehr spannend. Ja, ich auch. Das wird angespannert. Das hatten wir schon. Ist mir warm. Je fantastique Grid Games. Noch mehr davon, noch mehr davon. Arcade Hall of Fame. Das klingt doch ganz gut. Mit 18 mal Pac-Man. Nee, das Stella 7, Tapper, Up and Down und Aztec Challenge, Drop Zone. Klingt gut. Na gut. Ja. Weiß ich nicht. Kannst du ja überlegen. Kannst ja vorlesen. Battle Through Time. Poster Paster. Super Pipeline. Hier ist nochmal Geos, das brauchen wir nicht. Doch, das brauchen wir schon, wenn da Geos drauf ist. So, jetzt holen wir mal wieder einen Klassiker raus, oder? Ja, holen wir einen Klassiker. Test Drive. Oh yeah. Boah, das ist schon wirklich ein Klassiker. 87, meine Güte. Das habe ich tatsächlich schon mal angeschmissen, um zu gucken, ob es läuft. Meine Güte. Ich glaube, ich habe den Aufkleber gefunden. Hast du das Micropost Solo. Das könnte immer noch was Sexuelles sein. Nein. Aber wir packen es hier trotzdem rein. Ja. Dann haben wir hier Little Computer People. Oh ja, das ist großartig. Ja, da werden wir Spaß haben. Tamagotchi. Da lasst euch mal richtig überraschen. Es ist nämlich nicht nur Tamagotchi, es ist eigentlich Sims. The Sims auf C64. Ja, kann man sagen. Damals der legendärsten Grafik, die man auf dem C64 haben konnte. Das behaupte ich. Da gibt es schon mal eine Quelle, die das behauptet. So, ein Jack Ryan Roman, auch als verfilmte Variante. Und hier versoftet Jagd auf Roter Oktober. Da werden wir richtig weit kommen ohne Anleitung. Ja. Aber richtig weit. Wir können Englisch, oder? Ja, obwohl, aber das ist sogar Deutsch. Das ist Deutsch und das ist vor allen Dingen auch ein U-Boot. Ja, Mission Impossible 2. Wo ich mich frage... Nein, so heißt das gar nicht. Impossible Mission 2. Ist nämlich was anderes. Ja, stimmt. Cobra übernehmen Sie Cobra, heißt es ja. Übernehmen Sie Cobra 2. Der erste Teil ist so ein kleiner Klassiker, weil er mit die erste Sprachausgabe hatte und die gibt's hier auch. Es ist ein sehr legendärer Satz, den ich gerade nicht wiedergeben kann. Siehst du? A visitor come to die oder... Stay a while. Stay forever. Okay, und California Games ist ja auch wirklich bekannt. Oh, und ja. Das haben wir hier. Da werden wir uns ich glaube, hattet ihr nicht schon mal mit Guse 64? Ja, Guse 64. Das war ja noch diese Fake-Show mit diesem komischen Tutorial, wie man einen C64-Emulator auf dem Retro-Pi zum Laufen kriegt. Haha. Da, meine Güte, haben wir uns entwickelt. Ne? Da, wenn der Guse hier wäre. Ja, und für deinen Papa, der hat bestimmt als Begrüßungsdiskette diese super Abonnentenbegrüßungsdiskette bekommen. Da war bestimmt irgendwas, da haben sie wahrscheinlich immer irgendein aktuelles Spiel schwarz raufkopiert und dann den Abonnenten geschenkt. Wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, werdet ihr auch von uns eine 64er Super Abonnenten-Begrüßungs-Diskette. Versprich nicht zu viel, weißt du, wie teuer so eine Disketten werden können? Nicht bekommen. Ja, ist den Satz gar nicht. Ab wie viel Euro? Ab 5 oder was? Ich habe keine Ahnung. Naja, mal gucken. Dann müssen wir, jeder, der ein C64 ab 50 Euro kriegt ihr nicht nur eine Laserdisc, sondern auch noch eine C64-Diskette dazu. Okay, offensichtlich. Wenn du nämlich irgendwann diese Diskette hast, wo man Sachen raufspielen kann. Ach so, ja, die habe ich. Dann könnten wir nämlich da was draufpacken. Aber nicht auf das... Ach so, ja, das ist mal schwierig. Ja. Das wäre ganz geil. Was haben wir? Live and Let Die, auch ein Klassiker von James Bond. Ja. Die Titelmelodie von Paul McCartney. Heino Ferch. Oder war es John Lennon? Nee, es war Paul McCartney, glaube ich. Und, also wie kannst du den Thundercats hier ignorieren auf Seite B? Ja, weil keiner und von den Space jungen Leuten... Harrier. Aber wer kann denn Thundercats noch? Wer kennt das denn noch? Thundercats. Ghosts and Goblins, auch ein Klassiker. Oh. Alter, wie ist denn jetzt für Stapel? Es wird nicht nur der Summer of 64 und nicht nur der Fall of 64, es wird auch der Autumn und... Das ist ja, erstmal nur die erste Vorauswahl. Winter of 64, ihr wisst schon. Es wird ja eher... Ich würde mal behaupten, allein wenn wir mit den... Die Hälfte wird nicht funktionieren, oder? Das glaube ich leider nicht. Du glaubst, dass die alle noch gehen? Nein. Wir können mal Wetter abschießen. Ja. Ich sage mindestens 80%. Also wenn das jetzt, sagen wir mal, mindestens 80% läuft. Nicht vielleicht beim ersten Mal, aber mir ist noch keine untergekommen, die überhaupt nicht lief. Okay. Von denen, die ich bisher probiert habe. Dann wette ich nicht. Aber Solomon's Key wollen wir doch nicht. Return, unendlich leben. Ja. Siehste, ist nämlich ein Cheat. Aha, der Poke 2213,165. Nannte man Cheats früher Poke? 2064, Return, unendlich leben. Aber ich glaube, du musstest Poke und dann Dings eingeben und dann hast du quasi... Siehste, ich lerne bei dir. Alleine dafür wirst du ja ausprobieren, ob unendlich leben da in diesem Spiel in Solomon's Key kriegen. Ist doch auch ein Klassiker, Solomon's Key. Ja, deswegen. Und jetzt noch ein Klassiker. Also das finde ich richtig geil. Paperboy. Mhm. Haben wir schon mal auf dem Gameboy gespielt, meine ich? Jetzt mal auf C64. Stimmt doch, ich erinnere mich, ja. Dann haben wir von einem bekannten Studio, was damals wirklich ein independent, super geiles, mega krasses Game-Studio war, Electronic Arts. Skate or Die. Independent?
War das nicht ein kleines... Nee, die waren also auch, glaube ich, früher schon relativ schnell groß. 87 war schon. Ja, okay. Aber die hatten noch das schöne Logo da. Was ich nie verstanden habe. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Skate or Die. Das skaten wir richtig ab. Und das ist mein absolutes Lieblingsding. 8 Programme für Commodore Computer. Mathematik, Moonbase, Filecopy, Crash Race. Wenn man einen Crash hat, ist es doch kein Race mehr. Crash Race? Ja, stimmt. Ach, Paradoxon müssen wir uns leider angucken. Und, ein Let's Play. Auch was zu unserem Kanal passt. Elite. Wow. Ey, da werden wir. Ich hab mir, es gibt bei YouTube das ein oder andere Tutorial, beziehungsweise ja, auch tatsächlich Let's Play, wo einer aber leider emuliert, in Anführungszeichen leider. Da habe ich mir. Warum wir uns jetzt über die anderen stellen, nur weil wir ein Original C64 haben? Jetzt können wir ein bisschen edel mal rumhantieren, ja, mit den Fakten. Weil wir haben jetzt nämlich, nur eine Elite, wenn man einen echten C64 davon hat. Naja, nee, es ist eigentlich eher anstrengend und wahrscheinlich auch. Also, meine Güte. Alle Spiele, die wir spielen, packe ich jetzt hier rein. Ja, meine Güte, was ich jetzt an Geld auch schon wieder investiert habe, damit wir das hier alles zum Laufen kriegen, ist eigentlich, da hätte ich mir locker eine Xbox One X für kaufen können. Mit Spiel. Und noch einen zweiten Controller, was jetzt schon wieder hier alle drei geflossen ist. Aber wisst ihr was? Das ist mir wert, ja. Wann kann ich denn nämlich einmal Erotika spielen? Wir nehmen ja auch ein bisschen Geld über Patreon ein. Also sowas, so, ist und da drin. Bleibt es. Da bleibt es nämlich, ja. Im C64. Genau. Vielen Dank, Mats. Es war wirklich schön, diese alten Disketten und anderen Sachen sich anzugucken. Und jetzt bin ich ja sehr gespannt, ja, was passiert, wenn wir diese in ein Laufwerk legen und laden. Da werdet ihr euch alle aber gehörig mal die Ohren kratzen, weil da gibt es einiges zu hören. So, ich darf noch ganz kurz Werners Panic Tour, das Spiel, was ich mir sehr gerne auch mit dir angucken würde, ganz kurz nur einmal, damit wir schon mal so ein Gefühl kriegen. Und damit gehen wir dann auch raus und kommentiert. Werners Panic Tour. Welche Gegenstände nehmen wir mit auf Tournee? Normal die, die wir brauchen, aber normal nicht. Nee, ja. Aber doch, wieso? Ja, nee, ja. Normal ja, aber nee, ja doch. Steht ja so drauf. Und es steht auch mal auf Englisch da. Alleine dafür muss man schon mal, ja, den Hut ziehen. So. Meine Damen und Herren, es wird lustig. Der Sommer von C64, ja. Summer of 64, ist quasi, jetzt geht er in die heiße Phase. Jetzt geht er los. Wie geil, dass der Semmelverlag heißt. Ja, nicht Verlag, sondern Semmelverlag. Es geht richtig los. Jetzt werden wir uns in den kommenden Folgen ordentlich mit Spielen was angucken. Das wird lustig. Heiter, heiter. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welches Spiel wir als erstes spielen wollt. Ja. Oder welche ihr am liebsten sehen wollt. Dann haben wir vielleicht eine einfache Auswahl, als jetzt hier nochmal die 80 Dinger durchzuschauen. Und wenn ihr sagt, da fehlen noch jetzt aber noch ganz viele Sachen. Wie gesagt, wir haben noch dieses Gerät hier. Da sind auch noch ein paar Klassiker drauf. Ich werde jetzt nicht alle 64 vorlesen, aber da gucken wir dann nochmal gesondert über dieses Gerät. Und dann vergleichen wir das auch nochmal mit unserem Original und mit dem Framemeister und wie das mit dem S-Video und warum das alles auch alles ganz toll. Also, bis dahin. Summer of 64, Bassi, freu mich.